Das kann ein gutes Format zum Einschlafen sein. Jetzt nicht da Klatsche wieder nachzutanken. Schwer dieses Zeug. Treibstoff, der einfach alles explodieren lässt, im Zweifel. Komm, gib Gummi. Werd langsam ungeduldig. Langsam will ich echt wissen, was hier eigentlich abgeht und wohin die Reise geht. Oh fuck. Es brennt! Es brennt! Nein! Wie der Feuerwehrschlauch. Das ist cool. Mit Hilfe der Segel können wir jetzt hier schön mit der Fähre übersetzen. Es lohnt sich echt, diese rote Fahne im Blick zu behalten, damit man weiß, wann man denn auch ausreichend Wind hat. Weiter geht's an Land. Jetzt fahren wir sogar tatsächlich alleine durch die braune Brühe. Ohne Fähre. Schon keine schöne Vorstellung. Kein klares Wasser mehr, der Himmel ist nur trüb, kaum noch Vegetation. Da hinten nur noch ein paar Reste von Bäumen, Bäume ohne Blätter. Sehen, ob wir hier tatsächlich auf ein Happy End zusteuern. Es gab tatsächlich irgendeine Errungenschaft von wegen 88 Minuten. Nee, es ist irgendeine Zahl. Keine Ahnung, wie viele Minuten. 100 Minuten, 120, irgendeine Schnapszahl, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, kann man das Spiel in relativ kurzer Zeit durchspielen. Angeblich. Keine Ahnung. Deswegen, frage ich mich gerade, wie weit wir in der Story jetzt schon sind. In der Story, in Anführungszeichen.
Jetzt reichen die Segel nicht mehr aus. Mal nachhelfen. Und wieder mal eine sanfte Landung hinlegen. War das richtig, was ich gerade gemacht habe? Nein, offensichtlich nicht. Kann hier nicht weiter. Okay. Wie geht's jetzt hier weiter? Einfach nochmal volle Kanne dagegen fahren? Sieht doch so aus, als könnte es bezwungen werden, oder? Jawohl, haha. Okay, also einfach volle Olle dagegen fahren. Das hat hier schon gereicht. Deswegen lag da auch so viel Treibstoff noch rum. Gegenwind, also Segelhessen lohnt sich gerade nicht. Ich höre Gewitter. Oh fuck, es brennt was. Oh nein, oh nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, da brennt noch was. Ist okay? Nein, da hinten brennt schon wieder. Hört auf zu brennen. Komm, fahr weiter. Brennt ja schon wieder, was soll das? Hört auf zu brennen. Oh Mann, 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 Mann. Oh, was zum Reparieren. Oh fuck, das Segel. Oh fuck, das Segel. Nicht das Segel. Nicht das Segel. Nicht die Segel. Dammit. Ja, komm, fahr mich doch jetzt runter. Bin gerade ein wenig überfordert. Das ist gar kein Regen, das ist Hagel. Blödsinn. Shit. 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann, mein Schiff darf nicht abfackeln. Fuck, Panik, 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 Panik. Hör auf zu brennen, Mann!
Ich lösche dich doch schon, hör auf zu brennen. Es brennt alles, es brennt alles. Hör auf zu brennen jetzt. Der Antrieb geht gar nicht mehr. Antrieb, komm schneller, ich brauch dich. Komm schon, wieso geht's denn jetzt nicht bis ins Ziel? Brennt schon wieder, es brennt schon wieder. Alles nur am Brennen. Okay, kurz Anker setzen. Panik, Panik, Panik. Jetzt haben wir kurz Zeit zum Reparieren, wa? Oh, es repariere. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht, ob dann einfach das komplette Schiff kaputt geht, wenn gar nichts mehr ist. Wenn er wieder von vorne anfangen darf, das wäre natürlich übel. Oder ob man eigentlich gar nicht sterben kann, das wäre mal interessant zu wissen. So, okay. Das ist alles repariert. Machen wir kurz wieder Energie rein. Düse läuft wieder. Machen wir mal ganz kurz den Treibstoff da hinten. Okay, keine Panik. Es läuft gerade alles wieder. Alles ist ruhig, entspannt. Könnte es weitergehen. Wir haben den Sturm überstanden. Mal wieder eine unserer bekannten Bruchlandung. Bremsen geht ja nicht. Wir können ja keinen Anker werfen oder so. Es muss jedes Mal volle Kanne dagegen gedonnert werden. Sieht doch schon so aus, als müsste ich da einfach nur mit Gewalt durch, oder? Hallo? Hallo, was ist da? Ich sehe es nicht.
Ach so, okay. Ja gut, das ist das Ding, aber ich möchte gerne wieder ins Schiff zurück. Hallo, lass mich zurück ins Schiff. Wieso komme ich da gerade nicht zurück? Entschuldigung. Was ist hier das Problem? Oh. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Das ist auch irgendwas runter, oder? Das da oben braucht auf jeden Fall den Treibstoff. Gut, das wissen wir. Dann muss das hier aber irgendwie funktionieren. Das kriegen wir mit dem Ding hier zum Laufen. Okay. Ich habe ein Zahnrad. Okay. Ich habe gerade ein Zahnrad geschmolzt, geschmiedet und geschmolzen. Und das passt jetzt hier rein. Aha. Und jetzt können wir auch darauf fahren. Super. Gut, also habe ich Glück, dass die Rätsel hier nicht allzu schwer sind. Die kriege ich auch gerade noch so hin. Sagt ja immer, dass man wegen den Millennials gerade die Spiele besonders leicht macht und die früher viel schwerer waren. Das mag auch sein. Und gerade bei Rätselspielen stelle ich mich immer so dumm an. Also ziemlich dumm, weil ich nicht viele davon spiele. Aber das finde ich doch dann ganz nett. Ja gut, manche Hilfen sind wirklich übertrieben. Gerade so Spiele wie Assassin's Creed oder so. Da dann alles dir abgenommen wird, sozusagen von wo ist was versteckt mit deinen Assassinensinnen, siehst du eh alles, musst nicht danach suchen. Naja. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und Vollbremsung. Oh, das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Das ist der Fahrstuhl.
Also cool, gut, es gibt ja so Spiele wie Dark Souls und so, die, um das Thema zu aufzugreifen, die besonders schwierig sind, die auch dafür bekannt sind, besonders schwierig zu sein. Aber muss halt auch sagen, viele Reihen oder so sind vielleicht auch nicht unbedingt schwer geworden über die Jahre. Wenn es natürlich immer verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Aber das Spiel ist ja jetzt hier kein Spiel, wo es auf den Schwierigkeitsgrad ankommt. Also dem Spiel tut das jetzt nicht weh. Das besonders leicht wäre. Was ist das eigentlich? Ist das was Neues? Zwischen Fässer hier? Sag mal, ist hier Schnee? Hier ist tatsächlich Wasser. Und wir segeln weiter fröhlich dahin und ich merke gerade zum ersten Mal, dass das so eine Art Kilometerzähler ist da vorne drin. Obwohl, da dreht sich nur eine Scheibe. Na gut, ist logisch, ne? Hm. Ja, ich sehe tatsächlich die Kilometer, die wir gefahren sind. Wasser. Ein Geysir? Sind wir tatsächlich auf Island gelandet? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare. Den Uploadplan findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und falls euch das noch nicht reicht, folgt mir auf Facebook oder Twitter unter @rbrichierb.